Der morgige Tag ist gerettet. Jetzt muss nur noch der Abend halten, was er verspricht. Statt Promis treffen sie nun deren Friseur Jochen. Das Take 5 fällt ins Wasser. Stattdessen können sie mit ihm in die legendäre Kids- und Glamour-Party. Beim Luxushotel Grand Tirolia feiern hier Promis aus aller Welt. Zur Zeit des Hahnenkammrennens ist das auf jeden Fall der Place to be. Und in ist, wer drin ist. Das ist der wahnsinnige Schorsch. Den muss man kennen. Er gibt immer den Mädels der Bussi. Der Bussi Schorsch. Hallo. Ussal Giorgi heißt er. Und ich habe keine Ahnung, wer das ist. Vielleicht google ich es morgen in der Früh. Ah. Na, das sagt man nicht. Aber nicht in die Börse. Hey. Sehr schön. Danke sehr. Schaut ja sehr gut aus. Das braucht man sicher nie. Lass uns da doch nicht nur so ein Wannabe markieren, aber das eigene Ussal Giorgi Schilder hat. Wir sind Single und auf der Suche. Also kein anderer Mann kommt an unsere Brust. Molly, das muss wieder runtergehen, jetzt bist du ja mal geil. Ah, na, aber du bist gleich im Blitz im Gewitter damit gestanden. Tara und Moni befinden sich mitten in der Kids- und Glamour-Party. Jochen scheint Gott und die Welt zu kennen, aber auch die Girls treffen auf ein bekanntes Gesicht. Doch das macht keine gute Stimmung bei der Friseurselite des Landes. Wer ist dieser Wollpulli hinter euch? Das war das der Geschäftsführer. Ah, okay. Aber das ist doch ein Fall vom André jetzt, oder? Der hat doch den hier getroffen. Ich kenne ihn. Der hat mich gar nicht erkannt, aber da habe ich gecheckt, ah ja, ups, den haben wir schon mal irgendwo gesehen. Gestern waren sie noch bei mir im Laden und heute hier, ja. War ganz lustig, gell? Na, aber ihr redet halt dauernd davon, dass da immer so prominente und reiche Leute sind. Und jetzt wollen wir die mal sehen auch, ja, ja, prominent und reich ist immer so ein bisschen Unterschied oft, gell? Sehr viele Prominente sind nämlich gar nicht reich. Okay. Und ich würde sagen, fast die meisten. Aber die Reichen, die kennen wir ja nicht. Die Promis kennen wir ja wenigstens. Also wir Männer sind da ganz, ganz schlimm unterwegs. Und wenn Mädels, die mit Sicherheit wie die beiden ein bisschen naiv sind, hierher kommen und irgendwie Glamour und vermeintliches Geld sehen, dann werden sie auch ganz leicht zum Opfer, ist meine Meinung. Also wenn sie jetzt auf der Suche nach der wahren Liebe sind, sollten sie besser in Wien bleiben und nicht hier nach Kitzbühel kommen, ist meine Meinung. Wenn du jemanden kennst, dann... Ja, warte, ich ruf mal einen Kumpel an. Okay. Der weiß, der kennt jeden reichen und schönen Mann, okay? Da kommt uns. Schau mal, was für ein Hemd er hat. Schau mal, was für ein Hemd er anhat. Danke! Er ist so lieb und eigentlich wäre er ein hübscher Typ, aber er war ein bisschen unpassend gekleidet, finde ich. Also er beliefert alle reichen Kitzbühler mit Champagner. Ja? Heißt, die bestellen direkt bei ihm ihren Champagner? Die können auch direkt bei ihm bestellen und er ist seit Jahren aktiv und die kennen ihn. Ja, die stellen wir vor. Gregor, musst du dir mal zwei Mädels vorstellen. Ja, ja. Hi. Moni, hallo. Gregor, die beiden Mädels wollen einen reichen Typen abschleppen in Kitzbühel und haben noch keine gefunden. Und ich habe ihnen gesagt, dass du alle reichen Menschen und schöne Menschen hier kennst in Kitzbühel. Weil du ihnen den Champagner verkaufst. Ja, jetzt haben wir den Herrn Champagner kennengelernt. Das ist der Champagnervertrieb, irgendwas Blödsinn. Er tut halt ja den Champagner den ganzen Reichen verkaufen, Kitzbühel. Aber der ist auch gut, der kann uns alle Leute vorstellen. Aber das Wolkenhäudl hat uns leider gleich so blöd vorgestellt, dass wir auf der Suche nach reichen Männern sind. Das kann er ja nicht so sagen. Ich habe eigentlich gedacht, er wäre größer. Also ich habe mir den größer vorgestellt, weil Flaschen sind ja auch so voll riesig und so. Ja, aber... So wie mit den Autos, also die Größe der Flaschen sagt nichts aus. Was bringt es oder was ist Luxus? Was ist für dich Luxus? Luxus? Sag's dir ganz ehrlich, ich war heute in einem wunderschönen Spa und hab dort nur relaxed und das ist für mich der höchste Luxus. Aber weißt du, du bist so ein hübsches Mädel, ja? Wenn du jeden Tag bei mir arbeiten würdest, zum Beispiel als Tänzerin, dann könntest du jeden Tag abends ins Spa gehen. Ja, doch auch was. Ich glaube, dass Erfolg und Geld immer mit Arbeit zu tun hat. Und ich weiß nicht, ob sie das auch so sieht. Ich glaube eher mal nicht. Sonst wäre sie nicht hier auf Männersuche gemeinsam mit ihrer Freundin. Nein, Alter. Aber ich gehe doch nicht tanzen, damit ich ins Spa gehen kann. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ja, aber ich kann nicht so toll tanzen, glaube ich. Muss man gar nicht tanzen, muss man verkaufen. Und ich glaube, du kannst dich sehr gut verkaufen. Da haben wir unseren Star-Friseur. Hey, alles danke. Ich bin mir sicher, so wie sie sich verkauft, würde sie auch gutes Geld verdienen. Das großzügige Jobangebot ausgeschlagen, steigt Monis Interesse an Personen mit mehr Prozenten, den Herrn Champagner. Zeigt er der Champagnerhaberer? Ja, der schützt mich irgendwie. Glaubst du, hat er Geld?
Hallo! Na sicher hat der Kohle. Naja, Millionär ist er vielleicht noch nicht, aber. Ja, also mal ein Anfang. Besser als nichts. Ein paar BH-Produktionen könnt ihr schon bezahlen, glaube ich. Außerdem noch ihn lernen wir dann die anderen kennen. Also den Zeug wird schon warm halten. Ja, ja. Die Girls wollen sich nicht festlegen und ziehen mit Jochen und Elif ihrem inoffiziellen Millionärsradar einen Tisch weiter. Elif, kennst du die Bären im Tisch auch? Ich kenne einige vom Sehen, aber der jetzt mit dem Hut, den kenne ich nicht. Aber der Jochen kennt den bestimmt. Ja, wie man sehen kann. Einem okay. Gerade den Hut geklaut. Oh. Der ist jetzt schon total heiß. Der Lauser. Du, aber der mit der Strickjacke, du, der steht voll auf euch. Ja, wahrscheinlich, weil wir gestern gesehen haben. So, jetzt haben. Hey, der Wollknäuel, der nervt langsam. Armer weg, oder? Wie immer. Aber das ist ein Kumpi von euch, der Wollknäuel da. Kennt ihr den nie gesehen? Ich kenne den nicht. Hast du noch nie gesehen? Mein Kitzbühel ist ein kleines Dorf. Ich meine, jeder kennt hier eigentlich jeden. Und es ist auch eine gute Zusammenarbeit hier. Er war verwundert, er kennt dich. Ja, ja. Ist das der Schönste? Ja, ja. Ich kenne so einige und ich kenne die nicht, leider Gottes. Kann aber auch schlimm sein. Es gibt fast, ich kenne viele, aber nicht alle. Unbekannt und nicht verwandt sorgt Jochen dafür, dass der Mann mit den lockeren Jobangeboten dann auch nicht mehr bleiben möchte. Tschüss. Gut. Hat dich gefreut, ne? Viel Spaß in Kitzbühel und viel Erfolg. Ja. Ciao. Mach's gut. Viel Spaß auch in Kitzbühel. Danke. Sorry, kenne ich nicht. Kann ich nicht so sagen, weiß ich nicht. Ich habe noch eine Sache zu machen heute Abend. Ich muss noch mal wohin? Musst du heute noch Haare machen? Nein, aber zu einer anderen Feier muss ich noch gehen. Okay. Morgen sehen wir uns. Ja? In aller Fische. Und ihr habt noch ein bisschen Spaß, okay? Wir haben bestimmt noch ganz viel Spaß heute. Ja, mit Sicherheit. Ich bin jetzt voll froh, dass ich mich nicht verliebt habe. Da habe ich wirklich Glück gehabt, weil wenn ich immer geht und so, das wäre halt nicht das Gelbe vom Ei gewesen. Ohne Schade, es ist so vom Mathe Schild. Da drüben in Karetten hinter, ja. Ist meine Herrscher. Ja. Hallo, reicher geht's ja wohl nicht mehr. Aber ich hab Angst, ist schon zu reich, oder was? Nein, das ist ein 6 Liter da drüben. Ja? Das ist ein 9 Liter. Kennst du den Sohn-Romatisches persönlich? Nein, den kenne ich nicht. Meinst du, wir können einfach hingehen und den anquatschen? Was sagst du? Meinst du, wir können einfach hingehen und den anquatschen? Natürlich. Ja, das wäre mal ein Fang, oder? Endlich einen echten großen Fisch im Teich entdeckt, stellen die Girls jedoch schnell fest, dass Elif ihren Platz einnimmt und Herr Mateschitz Junior die Girls vom Tisch verweist. Und das ist denen ganz schön zuwider. Und was sagen wir jetzt? Ja? Gar nichts, es ist nichts passiert. Wenn du irgendjemanden erkennst, dann musst du gleich schreien. Ja. Schmeichelnd, aber unerwartet werden die Girls dann plötzlich vom Promi-Jäger zum Gejagten. Schau, wir sind schon richtige Promis. Die Lady Monique ist ein Unikat. Das gibt's nicht zweimal. Und wieder kennen sich alle. Außer wir kennen niemanden. Nur wir kennen niemanden. Wir kennen niemanden. Giorgio. Ja, bitte? Toni. Entschuldigung. Fast das Gleiche. Oh mein Gott. Auf einmal kommt ein Haberer her und nimmt mich so von hinten, so ganz anders als die anderen Männer, die so herkommen, diese Deppen, sondern so richtig vertraut und so. Ich denke mir, boah, scheiße, oder kennt er mich oder was ist mit ihm? Und er schaut mich an und ich schaue ihn an und er, boah, Entschuldigung, er hat mich voll mit seiner Freundin verwechselt. Bist du deppert? Also, wenn ich er wäre, würde ich mich in Grund und Boden schämen. Keine Ahnung, wie er das gerechtfertigt hat vor seiner echten Freundin. Aber nicht ganz. Sorry. Hat er dich gerade ernsthaft mit seiner Freundin verwechselt? Vollgas. Und er greift dich voll an und wir schauen ihn beides an. Hallo. Voll geil, oder? Also ich an seiner Freundin Stelle war extrem sauer. Der schaut irgendwie prominent aus. Den grauen Haaren schauen. Aber ich weiß nicht, wer das ist. Ist das ein Prominenter? Ja, das ist doch hier so ein Moderator oder sowas, oder? Kommt irgendwie bekannt vor. Soll mal her schauen nochmal. Weiß, ich kenne den. Aber mir ist falsch der Name nicht ein. Der hat so graue Haare
Unser Name ist irgendwas mit einem Frau am Anfang. Lindsay Vonn? Aber das ist ja eine Frau. Ja, auch blöd, ne? Gott sei Dank habe ich nicht zu ihm gesagt, hallo, bist du nicht die Lindsay Vonn? Also die Lindsay Vonn ist ja eine urgute Balletttänzerin, die schöne Blonde. Also bist du jemand, der hat mich ordentlich blamiert. Ich bin eh schon todmüde. Schau mal, wer da gerade reinkommt. So, ja. Sohn vom ja. Uwe Ochsenknecht. Ja. Da willst du Gonzales. Oh, dort vorne, geradeaus. Magst du ihn begrüßen? Nein, der gefällt mir überhaupt nicht. Ich glaube, das ist auch nur der Sohn von wem. Also. Unser Auto ist schon da. Ich nehme das. Perfekt. Das heißt, wir fahren getrennt nach Hause. Ja, so ist das, wenn man zwei geile Autos hat, ne? Ja, schon wär's. Dann müssen wir auch mal getrennt fahren. Ja. Ah, nehmen wir so ein Taxi. Ja,